So, los geht's. Wir haben jetzt nach langer Zeit wieder hingekriegt, den Kanal wieder neu zu starten, sage ich mal, und jetzt wieder ein paar Videos rauszubringen. Ich weiß, dieses Spiel ist etwas älter, aber mir macht es trotzdem Spaß. Ich werde den Singleplayer erst spielen, vielleicht noch ein bisschen Multiplayer. Und dann kommt, ich hoffe, ich kriege das Let's Play bis dahin durch, kommt Assassin's Creed 3 raus. Und das wird dann auch ordentlich Let's Plays. So, ich habe das Spiel schon einmal halb durchgespielt und einmal komplett durchgespielt. Ich werde ein paar Mal sterben, aber ich spiele trotzdem auf schwer. Weil, so, schwer macht Spaß. Einmal habe ich es durchgespielt auf einfach und dann habe ich es halb durchgespielt auf Mittel. So. Naja, ich werde jetzt nicht so viel reden. Die meisten werden das Spiel kennen, aber wer nicht, einfach angucken. Mythos. Hey, du hast eine Stelle vergessen, Wyatt. Da ist es. Jetzt warten wir. Okay, man schlüpft Sarge, in die Rolle von Thomas Wyatt. Ist dieses Aurora-Dings wirklich hier? In der ersten Mission. Behaupten Sie. Behaupten Sie, behaupten Sie. Was meinst du, McKee? Keine Ahnung, Faraday. Aber du wirst es mir gleich sagen. Ich sehe das mal so. Wir haben Atombomben, die Krauts V2s und die Abse haben sicher auch was. Wir sind wegen des Wissenschaftlers hier. Und mehr nicht. Hey, das Able Squad ist bereit, Sarge. Okay, schmeiß den Motor an. Bring uns rein. So, dann geht's jetzt mal los. Wir sind hier vor der Küste von Japan. Und unten in den Ecken sieht man schön, wer das Spiel produziert hat. Hurra! Und DICE, also die Macher von dem Spiel, sind übrigens Schweden, das glaube ich. Da muss man ja richtig schreien. Ah! Fällt auch gar nicht auf, wenn man so mit einem Motorboot hier unter dem Boot unter der Brücke durchgeht. Und man dabei auch noch labert. Scheiß Sergeant. Rauchen schädigt die Gesundheit, ihr Spaß. Los, weit. Nicht so. Wo zum Henker wollen die hin? Scheiße! Runter! Oh, Scheiße! Stehen unter Beschuss! Stehen unter Beschuss! Scheiße! Nein, meine Waffe, fangen Sie auf. Nein, shit. Ja, komm los, schwimmen. Schwimmen um dein scheiß verficktes Leben. Ist eh nichts wertes. Das ist voll scheiße. Alle kriegen eine Waffe, ne? Nur man selber verliert sie natürlich. Alles sauber. Jemand verletzt? Das Able Squad hat's nicht geschafft. Und das ganz rechts, das sind gut. Wir. Dann hängt's von uns ab. Wieso hat's noch nicht angefangen, Sarge? Es hieß 0600. Auf die Sekunde genau. Hat's geklappt? McKee,
Wenn Sie das jetzt wegstecken, können Sie den Überläufer behalten. Dann mal los! So, dann hebt man gleich eine Waffe auf. Aber bis jetzt hat man erst nur das Messer. So. Ich spiele übrigens auf höchsten Grafikeinstellungen. Zwei Stück. Das ist jetzt nicht unbedingt so toll. Das Spiel ist aus dem Jahre 2000. Übernimm den da links. Scheiß Penner. Stirb endlich, du Bastard! Und nochmal. Lol. Zwei sind weg. 1000 bleiben noch. Komm schon. Man hört auch im Hintergrund hier schön die Bombenwarnung. Thanks. Der hatte auch einfach so in seiner Hosentasche noch eine zweite Waffe stecken wahrscheinlich, ne? Oh nein! Ein Mann! Egal. Wir gehen oben rum. Wyatt, übernimm die Gräben. Waren nicht eben noch hinter mir? Sollen wir sich um die Kanonen kümmern, Sarge? Das gehört nicht zu unserer Mission, Faraday. Viel Glück, Wyatt. Wissig. Gib mir Deckung! Ach, hier war doch diese schöne Waffe, ne, dann nicht? Ist, hier kann man glaube ich noch nicht sterben. Scheiße! In der ersten Mission, weil das so eine Tutorial-Mission ist. Rambo! Oh, doch, doch, man kann doch sterben. Verdammt, man kann doch sterben. Der läuft ja eiskalt vor die Wand. Wo lang? Da oben lang, okay. Warum sind die alle so viel schneller? Das ist doch scheiße. Dann los. Da hoch. Ja, okay, dann klettert doch mal. Ich sehe meine Hände nicht. Komm schon. So, es ist jetzt nicht die tollste Grafik, aber es geht schon, ne? Meine Waffe ist aus Holz. Die ne, oh doch, die auch. Ja, dann lasst mich doch mal sprinten hier, das ist da runter, über das Feld. Los. Minen. Gut aufpassen. Stopp. Runter. Runter. Hör, ich muss nicht runter. Hör, ich steh hier. Ich hab's ein Panzer. Hör, der eine fällt auf den Himmel. Hallo. Ich stehe hier einfach und die bemerken mich nicht. Ist doch auch toll. Ja, verschmutzt die Umwelt. Oh. Leute. Macht sie kalt. Scheiße.
Niemand scheint auf uns aufzupassen. Lasst uns den Kerl finden. Reiß dich zusammen, okay? Schade, manche Sachen kann man kaputt machen. Das ist dann auch cool. Zum Beispiel Fensterscheiben und sowas kann man einfach einschlagen mit dem Messer. Oder halt einschießen mit dem Gewehr. Wo zum Henker ist er? Er sollte doch längst hier sein. Halt! Nicht bewegen! Stell ihm die Frage. Wer ist mein Lieblings-Baseball-Spieler? Cap Anson. Gut, schaffen wir ihn hier weg. Moment mal. Was zum Henker ist das für ein Geräusch? Was war's denn da? Ich weiß nicht, Sarge. Wenn du uns verpfiffen hast. Die schwarze Waffe. Es ist soweit. Wir sind tot. Okay, wir machen die Biege. Das ist zwecklos. Vielleicht hast du mich nicht verstanden. Wir verschwinden jetzt. Sarge. Die haben uns den Weg abgeschnitten. Okay. Dann durch den U-Boot-Bunker. Da sitzen wir in der Falle. Ja, ich weiß. Lol. Ja, mach's kaputt, die schöne Brücke. Egal. Brücken sind eh was für Loser. Los, so. Los, weiter! Ja, wo denn? Los, los, los! Ach, da, ja, Warum steht da eigentlich immer Folge der Einheit? Ich bin doch selber Teil der Einheit. Das ist doch bescheuert. Scheiße. Mir gefällt nicht, was ich da höre. Geh einfach weiter. Also ich muss sagen, ich finde die Musik und die Soundeffekte, die sind richtig, richtig geil gemacht. Auch bei Battlefield 3, das habe ich auch, aber... Also mir gefällt Battlefield 2 irgendwie besser, also Bad Company 2. Okay, wir schlagen jetzt zu. Und Beeilung! Wir waren am Gebäude! Ach, nein! Da kommt noch mehr Feinde! Hör, siehst du, da habe ich jetzt einfach mal mit so einem Tanker habe ich jetzt einfach das Gebäude kaputt gemacht. Puh. Ich glaube, da wird noch wieder Feinde. Abfahrt! Ich sehe da gar keine Gegner. Wo sind denn da Gegner? Ach da. Irgendwo. Ah, da! Deckung! Ich brauche hier Deckung! Schalten Sie aus! Komm schon, los! Rüber zum Fahrzeug! Wyatt, so, nimm Kaliber shit. 30! Ja, dann fahrt doch auch mal! Drück auf die Tube! Verstanden? Ui, okay, ja, das meinte ich jetzt. Die Musik ist richtig, richtig gut. Drück weiter auf die Tube! Sarge, bist du sicher, dass wir hier richtig sind? Ja! Uns lässt die Zeit davon! Komm schon, komm schon! Mann, warum explodiert das denn nicht? Beim Zielen hapert es noch so ein bisschen.
Tokio. Los, Ryan, schieß! Ja, schießen bringt aber nichts, wenn ich nichts sehe. Ja, lass mich okay, aussteigen. Aus wieder, los! Los, los, los! Feindliche Boote weiter unten, komm! Ich bin festgenagelt! Maschinengewehr! Zellinges! Los, los, weiter! Gib mir Dynamit, ich will es sprengen. Kommt hier rüber. Gib mir Dynamit, ich will es sprengen. Dankeschön. Zurück! Die rote Gruppe sollte ein U-Boot in den Bunker da drüben gesteuert haben. Mit etwas Glück sind sie noch da. Wenn nicht, hat der Wissenschaftler recht und wir sind tot. Geht doch, los, 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 geht's. Feind auf dem Gehweg! Ich glaube, da kommen noch mehr Feinde! Ja los, dann sprint doch mal. Halt die Fresse, ich will keiner. Das U-Boot ist wohl unser einziger Weg hier raus. Ja, dann sprinte doch mal ein bisschen. Das U-Boot legt ab. Es legt ab. Beeilt euch. Ja, dann geh. Oh, das ist hier, der ist hier bei uns. Okay, das war's. Los, Bewegung! Mach die scheiß Luke auf! Wir haben's geschafft. Wir haben's. Siehst du, Wyatt? Ich hab doch gesagt, wir schaffen's. Ja, das ist jetzt scheiße. Tsunami. Towards the Japanese homeland. President Roosevelt said he had ended by on Sunday morning in the 1980s.